Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Du lernst in diesem Video eine ganz einfache und simple Atemtechnik, mit Hilfe der du innerhalb von weniger Minuten viel mehr Klarheit, viel mehr Ruhe und viel mehr Vertrauen in dir spürst und auch deine Gedanken viel, viel ruhiger werden. Und du kannst diese Atemtechnik ganz, ganz einfach zum Beispiel während deines Tages verwenden, wenn du merkst, du fällst gerade aus deiner inneren Mitte ein wenig heraus, du merkst, es ist gerade viel los, viel Stress ist da, deine Gedanken sind ganz, ganz laut, kannst du sie einfach während des Tages für dich verwenden, um wieder in deine Klarheit zu kommen, in deine Mitte zu kommen und die restlichen Aufgaben des Tages viel fokussierter zu erledigen. Die Meditationstechnik ist auch super geeignet, um einfach vor einer Meditation zu machen. Ich persönlich mache immer diese Technik vor einer Meditation und es hilft mir dabei, während der Meditation nicht einzuschlafen, nicht wegzunecken und gleichzeitig viel präsenter da zu sein. Die Energien und alles, was in der Meditation ist, noch tiefer, noch intensiver zu spüren und noch tiefer reinzugehen. Und wenn das gesagt ist, kommen wir zu der eigentlichen Technik. Du kannst dich für diese Technik ganz, ganz einfach aufrecht hinsetzen und guck wirklich, dass deine Wirbelsäule gerade ist, dass du auch nirgendwo angelehnt bist. Ich persönlich sitze gerade zum Beispiel auf meinen Knien, kannst aber auch im Schneidersitz sitzen, wenn das für dich bequem ist, oder ganz einfach auf einem Stuhl. Einfach nur, dass deine Wirbelsäule gerade ist, denn dadurch kannst du logischerweise tiefer atmen und der Atemfluss und der Energiefluss kann einfach noch intensiver durch deinen Körper strömen. Was du zusätzlich machen kannst, um diese Atemtechnik zu verstärken, ist zum Beispiel ein Öl zu verwenden. Ich zum Beispiel nehme Pfefferminze und das kannst du einfach einen Tropfen nehmen, kannst du dir auf deine Lungen verschmieren, kannst du aber auch in deine beiden Hände machen und vorher tief einatmen. Es hilft dir dabei, deine Lungenkapazität zu erweitern und auch noch tiefer zu atmen, noch mehr den Atem zu fühlen. Und wenn du mehr über ätherische Öle lernen willst und wie du diese auch verwenden kannst, wie die dich dabei unterstützen können, energetisch und auch emotional dich noch mehr auszurichten, kannst du gerne auf Instagram vorbeischauen. Da teile ich immer wieder regelmäßige Tipps zu verschiedenen ätherischen Ölen und wie du diese für dich verwenden kannst. Wenn du jetzt aufrecht sitzt, kannst du, wenn du das magst, eine Hand auf deinen Brustkorb legen, die andere auf deinen Bauchraum, kannst aber auch deine beiden Hände einfach auf die Oberschenkel ablegen. Diese Atemtechnik ist sehr, sehr kraftvoll und auch ein wenig schneller als deine normale Atmung und sorgt dafür einfach auf, dass du voll und ganz präsent wirst im Hier und Jetzt, dass dein Energiesystem einmal so richtig durchgepustet wird, durchgespült wird. Und die Atemtechnik geht dann so, dass du kraftvoll durch die Nase einatmest und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Und du merkst schon, dabei strömt der Sauerstoff zuerst in deinen Bauchraum, danach in deinen Brustkorb und so richtest du dich quasi auf und bei der Ausatmung ziehst du dich wieder so wenig zusammen. Also es ist wie so ein Energiefluss. Ich mache das Ganze einmal kurz vor und dann machen wir das gemeinsam, damit du siehst, wie schnell diese Atmung ungefähr ist, wie das auch ungefähr aussieht, wie viel Kraft du da reingeben darfst. Und das Ganze ist halt so, dass du einatmest, ausatmest und zwischen der Einatmung und der Ausatmung keine Pause ist, sondern du atmest ein, wieder aus. Ein, wieder aus. Also es ist wie so ein Atemfluss, wie eine Welle. Und wir machen davon 3 Runden insgesamt. In der ersten Runde machst du 10 Wiederholungen, in der zweiten Runde 20 Wiederholungen, in der dritten Runde 30 Wiederholungen. Und nach den 10 Atemzügen, also nach jeder Runde den Atemzügen, gibt es eine kleine Atempause von 30 Sekunden, von 40 Sekunden, von einer Minute. Und in dieser Atempause lade ich dich wirklich dazu ein, deine Wahrnehmung auf deinen Körper zu richten, auf das, was du gerade fühlen kannst. Die Energie, die vielleicht auch gerade losgelöst wurde, freigesetzt wurde. Vielleicht spürst du ein Kribbeln, vielleicht spürst du ein Vibrieren. Tauch einfach in dein Körpergefühl ein.
Und es ist total normal, dass sie auch wärmer oder kälter werden kann. Alles gar kein Problem. Aber guck bitte trotzdem auf deine eigenen körperlichen Grenzen. Wenn du merkst, dir wird schwindelig, atme einfach langsamer. Gib deinem Körper eine Pause. Okay, ich würde sagen, genug gesprochen, damit du das Ganze auch wirklich für dich erleben kannst. Es ist natürlich wichtig, es zu tun. Deswegen lass es uns einfach mal machen und einfach mal für dich austesten. Du kannst hier dich aufrecht hinsetzen, dann einfach schon mal deine Augen schließen. Und bevor wir beginnen, spür einmal nochmal in dich hinein. Nimm vielleicht wahr, wo im Raum du dich befindest. Spür die Sitzgelegenheit unter dir. Und nimm auch einmal kurz wahr, ohne es zu bewerten, ob deine Gedanken gerade laut oder leise sind, ob die ganz geordnet sind oder noch eher chaotisch. Wie fühlt sich gerade dein Körper an? Fühlst du dich schon total entspannt oder kannst du noch irgendwo eine Anspannung wahrnehmen? So wie es gerade ist, ist es absolut perfekt. Es dient einfach nur dazu, ein Bewusstsein zu schaffen, um kurz wahrzunehmen, innezuhalten. Ich werde gleich von 3 runterzählen. Und wenn ich bei 0 angekommen bin, werden wir gemeinsam die erste Runde starten mit 10 kraftvollen Atemzügen, gefolgt von einer kurzen Atempause und Runde 2 und 3. Sehr gut. Leg deine Hände auf deine Oberschenkel ab oder mach eine Hand auf deinen Brustkorb, eine auf den Bauch. Und dann starten wir gemeinsam in 3, 2, 1. Einatmen, ausatmen, kraftvoll ein, lösen wieder aus. Kraftvoll ein, lösen wieder aus. Noch 3 Stück. Komm, noch 2. Letztes Mal einatmen, wieder ausatmen, Atempause. Nimm dir deinen Körper wahr. Vielleicht spürst du ein Kribbeln, Vibrieren. Komm hier voll und ganz auf die Wahrnehmung deines Körpers. Noch 10 Sekunden. Und wir starten direkt in Runde Nummer 2 in 3, 2, 1. Komm wieder in den Rhythmus rein. Kraftvoll ein, lösen wieder aus. Kraftvoll ein, lösen wieder aus. Hälfte schon geschafft, noch 10 Atemzüge, let's go! Und gib hier wirklich alles, was du hast und spür deine Atmung. Spür, wie du kraftvoll einatmest und lösen wieder aus. Letzten 5. Letzten 2. Letztes Mal einatmen. Wieder ausatmen. Atempause. Komme hier wieder zu deinem Körpergefühl. Vielleicht spürst du freigesetzte Energie, ein Kribbeln, ein Vibrieren. Erlaube dir hier selbst, dich immer mehr fallen zu lassen in dieses Körpergefühl und in diese Energie. Sehr gut. Noch 10 Sekunden. Und wir starten in die dritte und letzte Runde in 3, 2, 1. Kraftvoll ein, lösen wieder aus. Kraftvoll ein,
lösen wieder aus. Wie eine Welle, die durch deinen Körper strömt. Gib hier in dieser letzten Runde nochmal alles, was du hast. Sei hier voll präsent bei deiner Atmung. Spür, wie sich deine Lungen, wie sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. Sehr gut. Kraftvoll ein, lösen wieder aus. Die letzten 10 Atemzüge. Gib hier nochmal alles, was du hast. Du kannst das. Zieh hier durch. Spür deinen Körper. Spür deine Atmung. Kraftvoll ein. Lösen wieder aus. Kraftvoll ein. Lösen wieder aus. Die letzten 5 Atemzüge. Come on, you can do this. Letzten 3. Letzter Atemzug. Einatmen. Ausatmen, Atempause. Nimm deinen Körper wieder ganz bewusst wahr. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag wahrnehmen, das Blut durch deine Adern fließen, deine Zellen, Atome, kleinsten Teilchen in deinem Sein vibrieren. Komm hier voll und ganz an in deinem Körpergefühl und in dieser Energie und bade in ihr. Zehn Sekunden. Wir werden gleich nochmal kraftvoll einatmen und kurz die Luft anhalten. In 3, 2, 1 einatmen. Halten. Halt nochmal die Luft an. Halten. Halten. Und lösen wieder ausatmen. Sehr gut. Erlaube dir hier zu deinem natürlichen Atemfluss zurückzukommen. Und spür hier nochmal nach, was sich vielleicht verändert hat in diesen 5 Minuten. Vielleicht spürst du ein wenig mehr Klarheit in dir. Mehr in deinem Körper angekommen, präsenter, vielleicht sind deine Gedanken ruhiger. Vielleicht spürst du und fühlst du dich immer noch ein wenig aufgewühlt. Kannst gerne diese Atemtechnik nochmal wiederholen oder auch eine Meditation hinten ranhängen. Und hier in diesem Zustand kannst du für dich selber einfach nochmal die Frage stellen, was ist jetzt wirklich wichtig und relevant für mich? Wohin will ich jetzt wirklich meine Energie und Aufmerksamkeit lenken? Wer will ich sein für die restlichen Stunden, Minuten, Momente des Tages? Denn du hast zu jeder Zeit, in jedem Moment die Wahl, die Entscheidung zu wählen, wer du wirklich sein willst, wie du dich fühlen willst, mit welcher Energie du nach außen gehst, was du erschaffen willst. Mach dir das immer wieder bewusst. Sehr gut. Spür nochmal die Sitzgelegenheit unter dir. Kannst du deine Schultern einmal ganz langsam nach hinten kreisen. Deine Hände ein wenig ausschütteln. Deinem Tempo wieder deine Augen öffnen. Ich sage Happy Welcome Back. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag.
und du kannst jederzeit wieder zurückkommen zu diesem Video, zu der Atemtechnik. Sie oft, so oft wie du willst, sie täglich für dich einsetzen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und lass gerne diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere diesen Kanal und lerne immer mehr das energetische und emotionale Game in deinem Business und deinem Leben zu meistern. Bis zum nächsten Video.